Hallo, herzlich willkommen beim Kunstengel. Heute möchte ich einen weiteren Teil der Pastellmalerei mit euch machen. Ich habe dieses Bild für euch vorbereitet. Wäre schön, wenn ihr mitmacht. Wie immer habe ich mir ein weißes Blatt Papier genommen, Aquarellpapier und zwar die Rückseite. Dann habe ich mir drei verschiedene Blautöne hingelegt, weil wir ja heute das Bild mit dem Leuchtturm machen, da ist halt viel, viel Blau. So, ich starte mit dem Himmel. Dann nehme ich das Mittelblau. Das helle Blau. Mit dem Hellblau ziehe ich mir ungefähr eine Horizontlinie. Beim Verwischen kreisende Bewegungen. Mit dem Hellblau anfangen. Und dann übergehen bis ins Dunkelblau. Anschließend die Farbfinger wieder flach hinlegen, zwei Finger nehmen und waagerecht über den gesamten Himmel ziehen. Finger einmal reinigen, da ich als nächstes den Mond setzen möchte. Mit Weiß einmal den Mond machen und vorsichtig das Weiß vermischen. Man kann anschließend, wenn man die Finger ja noch voll hat, einmal eine Korona um den Mond setzen. Nur nicht zu intensiv. Wenn ihr dann wieder in den Mond reingeht, nehmt einen anderen Finger. Einmal das Bild abklopfen und jetzt setzen wir noch ein paar Wolken rein. Wie ich das schon einmal erklärt habe, mit zittrigen Bewegungen, wie eine, ich sag mal, eine breite Herzlinie so ungefähr und dann vorsichtig nach unten, schräg nach unten streichen, wobei die obere Kante stehen bleibt. So, ich wische jetzt genau so runter, aber ich lasse die Kante, die zum Mond zeigt, die lasse ich hell stehen. Hier ist es genau umgekehrt. Da ist die linke Seite der Wolken heller, hier ist die rechte Seite der Wolken heller.
achte darauf, dass ihr nie in die gleichen Wolken setzt. Das ist vielen schon passiert. Und dann sieht das sehr, sehr, sehr symmetrisch im Himmel aus, was eigentlich gar nicht sein kann. Ich werde auch nicht viele Wolken setzen. So, das reicht. Jetzt habe ich den Himmelbereich soweit fertig. Ich gehe noch mal über den Mond ein bisschen rüber, um den noch ein wenig weicher zu machen. Und einmal abklopfen. So, jetzt kommt als nächstes das Wasser. Und da setzt ihr entgegengesetzt die Farben. Ich werde eine hauchdünne mittelblaue Kante setzen, damit man so ein bisschen Horizont sieht. Ich lasse die linke Ecke meines Bildes so ein bisschen frei. So, jetzt zieht ihr mit eurem Finger waagerecht über das Bild. Und bekommt dadurch feste Aufdrücken automatisch schon eine Wasserstruktur. Ihr könnt ruhig in das helle Feld reinziehen. Einmal abklopfen. Ich gehe jetzt hier im Horizont noch einmal entlang. Noch einmal vorsichtig drüber. Jetzt reinige ich eben einmal die Finger. Und setze unterhalb des Mondes mein Licht, was sich ein wenig im Wasser spiegelt. Ziehe ich vorsichtig vom Rand aus ganz leicht rein, gar nicht fester aufdrücken, damit die Kreide nicht da drauf steht, sondern mit dem Untergrund verschwimmt. So, jetzt mache ich auf der linken Seite einen Felsen mit einem dunkelbraun. Den ich erst einmal, ich drehe das Bild einmal, dann ist es etwas einfacher,
erst einmal nur ausmale. Klopfe ich ab. Setze jetzt Schattierungen rein. Im oberen Bereich möchte ich, dass das ein bisschen angestrahlt wird vom Licht. Deswegen gehe ich mit Beige rein. Und jetzt verwische ich das erst einmal. Gehe ich mit einem Schwarz rein und setze einfach ein paar dunkle Bereiche. Dann gehe ich mit einem dunklen Oliv rein und setze auch ein paar Bereiche, die aussehen der wie ein bisschen Moos. Also spielt ruhig mit den Farben. Jetzt werde ich das mit dem Beige noch mal ein bisschen wiederholen. Ich wische nicht richtig, ich tupfe eher, um einfach die Struktur so ein bisschen rauszuholen. Jetzt setze ich unterhalb mit einem dunklen Blau unterhalb der Felsen, die im Wasser ragen, setze ich einen Schattenbereich, dass es aussieht, als wenn die Felsen im Wasser noch weitergehen. Dafür brauche ich aber meinen Wischer, weil das ist zu fein. So, jetzt ist mir das Bild eigentlich zu wenig drauf, also gehe ich jetzt bei und setze einen Leuchtturm. Den mache ich erst einmal in Weiß. Wische den. Und beim Wischen selber achte ich schon drauf, dass ich den ein wenig rund wische. Also nicht so, wie ich die Farbe gerade aufgetragen habe. Und gehe trotz alledem nochmal mit dem Wischer nach. Auf der linken Seite ist die Schattenkante. Da setze ich einen
dunklen Streifen. Zieh erst einmal senkrecht runter. Und dann waagerecht in den Leuchtturm reinzuziehen, den Schattenbereich. Abklopfen. Jetzt setze ich da im oberen Bereich eine Kante rein, ein Licht rein. Abklopfen und auch hier im linken Bereich ist die Schattenkante. Jetzt möchte ich ein Fenster reinsetzen und obendrauf ein kleines Gitter. Die Fenster. Ich werde das mit schwarzer Kreide machen, nicht mit dem Stift, da der Stift lange nicht so deckt. Abklopfen. Und jetzt setze ich noch ein wenig Wasserbewegung direkt an der Kante.
werde ich das Bild einmal einsprühen. So, ich habe das jetzt einmal ganz kurz eingesprüht, damit ich das Weiß ein bisschen deckender drauf bekomme. Ich werde ein bisschen bei dem Wasser noch ein bisschen nacharbeiten, damit das eigentlich noch zu hell ist. So, und jetzt male ich den Mond noch einmal nach, dass der noch mehr leuchtet. Und natürlich auch das Wasser. Mit sauberen Finger bitte drauf achten. So, und jetzt möchte ich eigentlich, dass der Leuchtturm auch ein kleines bisschen strahlt. Also setze ich auf dem Papier die Kreide, gehe mit dem Finger einmal entlang. Das reicht mir noch nicht. Anheben. Ja, so ganz reicht mir das immer noch nicht. Und im unteren Bereich auch einmal die Schablone anlegen. Je nachdem, wie intensiv dunkel ihr euren Himmel habt, wird das natürlich noch viel intensiver, wenn ihr die Strahlen macht. So, das reicht mir. Werde ich noch ein bisschen ein paar Wellen in das Wasser reinmalen. Und auch noch mit Olivgrün. Bisschen in das Braun reingehen. Ist der nicht ganz so trist. Daherkommt. Denn da kann ja ruhig fast ein bisschen was wachsen, und wenn es Moos ist. So. Stift. Setze meine Unterschrift drunter und bin fertig.
hoffe, ihr hattet Spaß dabei beim Zuschauen und versucht, das Bild einmal nachzumalen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen würden. Am besten ihr abonniert mich, dann klappt es ganz bestimmt. In der Infobox findet ihr noch mehr Informationen über mich und wie ihr mich finden könnt. Tschüss, euer Kunstengel.